Ich fand den Typen sowieso schon immer cool. Also. Mann, Mann, Mann. Funktioniere. Fuck. Er hat funktioniert, nur ich nicht. Macht jedes Mal irgendein Geräusch, wenn ich mit der rechten Maus das irgendwas mache. Na okay, nicht jedes Mal. Danke, Vorführeffekt. Mann, jetzt habe ich zwar dran gedacht, die Maus rüberzuschieben, aber ich habe die falsche Maustaste verwendet. Vor allen Dingen, das steuert nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Noch nicht rübergehen dürfen. Zu früh. Ja! Ah. Oh, hell. Man merkt langsam, dass es zum Final Boss geht. Fuck. Okay. Oh, fuck. Oh yeah. Oh, ist es denn wahr? Ich soll mit dem Laser so weit kommen. Und dann mit der anderen Kanone. Oh mein Gott. No! Okay, das war zu viel. Na, fast. Geht doch. Oh ja, ernst, da. Fuck. Soll ich das schaffen? Was soll das? Scheiß Level. Kacke. Okay, ich komme nicht hinter das Geheimnis von diesem Level. Von dem Teil. Warum hat es beim ersten Mal so schön geklappt? Geilo. Was soll das? Hm? Oh, das Spiel ist gebuggt oder was? Offenbar. Okay, anstatt des...
anstatt es hier möglich zu machen. Oh, eine Idee. Dieser Bug war zu was gut. Na, oh, was soll das? Na. Nicht zu wenig. Mann! Zu früh immer. Also... Er macht nicht mit, ey. Geht doch. Muss ich jetzt hin? Okay, das erklärt's. Kann ich da irgendwo anhalten? Nein. Okay, ich hätte den Laser vielleicht mitbenutzen sollen. Fuck. Ich glaube, ich hab's jetzt raus. Das jetzt hoffentlich mal, ja. The hell? Was zum Teufel hat er gemacht? Autsch. Okay, er steckt mich in Flammen. Ich hasse es, in Flammen zu stehen. Ich muss nur warten, dass er seinen scheiß Laser macht. Ich darf nur sein Schild nicht berühren, weil er mich sonst in Brand steckt. Fuck. Das ist ein Fehler. Ja, auch find's das witzig. Was? Wenn der mich abknallt, bin ich also tot. Ich darf den ganzen Scheiß nochmal von vorn, ja? Und wenn es jetzt ein doofer Schild ist oder irgendwas anderes, das mich alle macht, dann lebe ich noch. Also dann geht das weiter, alles klar. Oh Gott, jetzt kommt das Problem von dem mittleren Boss schon wieder. Nicht aus dem Bildschirm fliegen. Ey, das ist nicht fair, jetzt direkt zu mir zu latschen. Was ist denn wahr? Wieso ist der Schild so verfickt groß? Ich kann diesen Wichser nicht ab. Ja, nee, ist klar, ne?
kann diesen Wichser echt nicht ab. Weder vom Charakter her noch davon, dass er das dieses Mal macht. Nee, dieser Boss ist kacke. Fair ist das nicht. Tut mir leid. Wow. Du Hurensohn, lass das! Ey. Hält er überhaupt dagegen? Was? Boah, Gott sei Dank. Er wollte gar keinen Laser schießen. Fuck. Ha! Okay, so kann man sich ja doch noch retten. Prügeli, prügeli, prügel durch die Zeit. Quick, shoot the bad one. This is impossible. Which one is which? I am you from the future. Video games. Good time to explain. Developed by Tom Bryan. Oh, ja, Durox the Shredder. Als Voice Acting für jeden. Mit Musik von Mr. Fubi. Und so, danke vom Posterartisten. Scheißegal, ey. Dieses verrückte, kranke Spiel habe ich endlich durch und geschafft. Danke fürs Anschauen. Es kann ziemlich schwierig sein, es kann euch frustrieren, aber wenn ihr es durch habt, es ist einfach nur zum Totlachen. Oh, das mir jagt jemand mitgearbeitet, lol. I guess. Okay, kann ich das beschleunigen? Irgendwie? Na egal, das war No Time to Explain. Das wird kein 100% Run, ich werde mir nicht alle Hüte holen. Aber trotzdem geil, dass ich das Spiel durch habe. Warte mal, Disc 2? Ach so, erster Raum, zweiter Raum, ha? Ja, ja. Alles klar. Thanks for playing, das ist nett. Okay. Hihihihi, aus dem Bildschirm gehen kann man nicht. Also dann, Leute, das war's mit Let's Play. No Time to Explain. Bis dann, Leute.